Am Horizont zeichnet sich eine Aufteilung der insolventen Fluglinie Air Berlin ab. Den Bärenanteil könnte die Deutsche Lufthansa übernehmen. Das sickerte nach der Sitzung des Gläubigerausschusses durch. Unter der Kranichlinie der britischen Airline EasyJet und der Thomas Cook-Tochter Condor soll die angeschlagene Fluggesellschaft demnach aufgeteilt werden. Die Käufer werden offiziell am Montag genannt, nachdem der Air Berlin Aufsichtsrat über die Angebote beraten hat. Insider-Informationen zufolge kann sich Lufthansa Hoffnungen auf die Air Berlin-Tochter Niki machen, das Juwel des Flugkonzerns. Die Ferienflieger sind profitabel und heiß begehrt. Insgesamt will die Deutsche Fluggesellschaft rund die Hälfte der Air Berlin-Flotte übernehmen. EasyJet hat es auf Flugzeuge und Slots, also Start- und Landerechte, abgesehen. Mit Thomas Cook wird es Gespräche über weiteres Fluggerät geben. Mitte August meldete die Airline Insolvenz an. Mehr als 1 Milliarde Euro Schulden hatte sie angehäuft. Zahlreiche Mitarbeiter sind besorgt. Ein Kredit der Bundesregierung über 150 Millionen Euro soll die Airline bis Ende November über Wasser und in der Luft halten. Viele Menschen, die im Arbeitsalter sind, im erwerbstätigen Alter, überlegen, wie geht das weiter mit meinem Job? Eltern, zur Erklärung, es sind Piloten von Air Berlin, denen wir natürlich auch das Allerbeste wünschen, wie allen Menschen, die einen Job haben und ihn gerne behalten möchten. Und wir haben ja uns auch schon sehr verantwortlich in dem Zusammenhang gezeigt, glaube ich, als Staat. Air Berlin hat 8.000 Mitarbeiter. Lufthansa kündigte bereits an, 3.000 von ihnen übernehmen zu wollen. Die Verhandlungen werden noch bis Mitte Oktober weitergeführt, bevor sich ihr Schicksal klärt.